Hallo ihr Lieben, ich habe versprochen, wenn ich was Wichtiges habe, bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Ja, also, ich werde euch diese Artikel verlinken und wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne lesen. Es ist sehr lang und sehr wunderbar informativ. Von Ari Yehuda habe ich das wieder und er erwähnt hier auch das Word of God Ministry. Sie gehen halt sehr tief. Ich nehme sehr viele Erkenntnisse von Ihnen, bin sehr dankbar dafür. Ich werde auch ein Video von Ihnen reintun und wenn die englische Sprache jemand mächtig ist, da kann das sehr gerne anschauen. Also, hier steht zum Beispiel, ich habe unterzeichnet, es ist geplant, jetzt in Israel am Montag, den 7. Juni, die neue Regierung zu vereidigen, nachdem diese am Wochenende zuvor bekannt gegeben werden wird. Wow. Also, sie möchten also eine neue Regierung bilden. Und jetzt schauen wir kurz dazu die Prophezeiungen an. In der Mitte ist Rabbi Sasson Haishoshani, der war der Prophet von Ägypten und der hat Folgendes gesagt. Es wird der Tag kommen, an dem zwei Minister aus dem Königreich Israel siegen werden. Beide werden Benjamin genannt und keiner wird es schaffen, seine Regierung und sein Königreich aufzubauen. An diesem Tag werden sie wissen und verstehen, dass der König von Mashiach bereits an der Tür steht. Und am darauf folgenden Schabbat offenbart wird. Erkenne es und erinnere dich daran. Und die andere Prophezeiung sagt, das ist von Kishma, wenn dieses Tor der Regierung fällt, wieder aufgebaut wird, wieder fällt und wieder aufgebaut wird und dann ein drittes Mal fällt, bevor es wieder aufgebaut wird, wird der Sohn Davids kommen. Also wann möchten sie das wieder aufbauen? Am 7. Juni. 7. Juni. Okay, halt mal im Kopf. Und das ist hier der 7. Juni. Das wäre halt am Montag, ja, der neue Regierung zu vereidigen. Und das möchten sie 5., 6. Juni halt herausposaunen. Und vielleicht ist das dieses Sabbat, wo Jesus kommt, was Shoshani prophezeit hat. Am darauf folgenden Sabbat offenbart wird, der Messias. Ist das vielleicht der Tag? Wir wissen noch einmal nicht. Wir schauen diese Prophezeiungen, weil bis jetzt haben sich diese Prophezeiungen wirklich erfüllt, obwohl es nicht in die Bibel drinnen stehen. Ja? Und wir haben halt am 10. Juni die Ehering-Finsternis, Sonnenfinsternis. Das ist auch interessant. Und Neumond, neue Monatanfang. Und wir haben am 8. Juni, das ist der 27. Jahr des zweiten Monats. Und da steht, und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde ganz trocken geworden. Ob es jetzt für uns etwas bedeutet, weiß ich nicht. Ja, es war an dem Tag, darum habe ich das jetzt erwähnt. Ich hoffe sehr, dass wir an diesem Wochenende irgendwie verschwinden. Und ja, wenn wir halt diese Prophezeiungen im Blick haben, dann kann man das wirklich verstehen, dass Jesus das durch diese Shoshani, Kishma, Kaduri, also diese Prophezeiungen hat er einiges uns offenbart. Und sehr viele wissen das vielleicht nicht oder ignorieren das vielleicht oder glauben nicht daran. Ich weiß nicht, aber irgendwie muss es für uns verständlich sein, wenn Jesus das sagt, dass einige Leute das halt überraschen wird und so wie ein Dieb treffen wird, weil sie halt nicht geforscht haben. Also ja, wir können, wie gesagt, nur hoffen und beten, dass wir gewürdigt werden, von allem zu entfliehen, was kommen wird und von dem Sohn des Menschen zu stehen. Wir erwarten unseren Herrn, unseren süßen Jesus Christus.
Und ich bitte ihm, dass jede meiner Zuschauer er segnet und dass er auch unsere Familien anspricht und dass er jeden retten kann. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.